Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von Dead by Daylight. Heute spielen wir Legion und haben Joker als Gast dabei. Jo, servus, zock nebenbei auch ein paar Runden. Killer, ja. Wir spielen mit den Perks. Eiserne Jungfrau, Irramut und Barbecue und Chili. Und da sehe ich schon unser erstes Opfer. Ah, das ging schnell. Ich finde nie so schnell jemanden. Raserei beendet, das Karte schlau, was ich tun kann. Zwei Stück mit Raserei angehittet. Das ist ja, ist es tiefe Wunde, Raserei? Bin ich mir Raserei echt nicht sicher. Tiefe Wunde, ja. Weil ich muss viermal, sag voll die Easy Quest. Oh, da ist die Krone. Lass mich einsammeln, bevor sie weggeht. Nice. Ich habe jetzt noch keinen getötet. Hab jetzt aber meine Krone. Einer verletzt. Okay, der hat sich geheilt. Einer mit Raserei. Das höre ich denn hier. Einer ist jetzt knockt und gleich am Haken. Oh, Eisern Jungfrau wird sich noch zeigen. Vielleicht geht da einer. Ich könnte mir das echt vorstellen, dass da noch einer. Zwei Flashlights in der Runde. Ach du meine Güte, Leute. Ach du meine Güte, ja, also, zwei Flashlights. Eiserne Jungfrau ist halt so ein Situationsperk. Also ich denke mal, wenn du so Spieler hast, die gerade anfangen, die verstecken sich gerne in Schränken. Weil du schon so Erfahrene hast, also, naja. Dann bringst du ja eigentlich nichts. Kommt da wirklich drauf an, wie die Service drauf ist. Das Geile ist, die ist One-Shot, weil sie zwei Stück waren in dem Schrank, beide waren One-Shot, ne? Ja, okay, so viel dazu. Also, einen habe ich leider nur mit tiefer Wunde getroffen und dadurch ist er nicht knock gegangen, aber. Ich meine. Die sind alle hier, ja, die sind alle hier. Keiner ist weggegangen. Ich habe jetzt die gleiche nochmal. Die hat bestimmt D-Strike, aber dann trigger ich den D-Strike mal. Auch nicht so, wenn sie keinen D-Strike hat, tut sie mir echt leid, aber es ist kein Tunnel. Ich habe einen davor gehuckt. Jetzt kein D-Strike, okay. Ah, ich habe halt vorher auch einen gehuckt. Jetzt sehe ich aber durch Barbecue, ob jemand den anderen abhucken geht. Kann mit Raserei hinrennen. Ja, da geht einer abhucken. Oh, das ist nice. Das ist nice. Nee, ich beende lieber die Raserei. Alle sind in irgendeiner Art und Weise gehittet. Ja, das ist praktisch. So, einer wieder knockt. Also drei Stück wirklich angehittet. Zwei hatten Raserei, aber jetzt nur noch einer. Es sind vier Hooks, die ich jetzt habe. Also jetzt mein vierter Hook. Und vier Gens noch. Also ist eigentlich gut. Ja. Ja. Besser wäre es, wenn du schon einen Tod hättest. Ja, aber. Aber gut, Tunneln ist halt kacke. Bei vier Gens brauchst du noch keinen Tod, also. Ja. Also mindestens ab zwei sollte man einen Tod haben. Ich hatte schon mal erst bei einem und dann habe ich drei oder vier noch tot bekommen. Ja, hatte ich vorhin auch so eine Runde. Das habe ich meistens. Weil meistens ist so, meistens kann dieser eine Spieler, der zuerst stirbt, kann ihm manchmal so viel kaputt machen in der Runde. Also egal wie gut er gespielt hat, wenn ein Spieler mal weg ist, dann kann es das für die Runde gewesen sein. So, und hier haben wir auch direkt die Toxic Yui. Die will unbedingt sterben. Okay, dann gehe ich doch auf die Elodie, wenn sie mir noch nachrennt. Die natürlich wieder der beste Spieler EU West ist. Na, ich glaube, die schon First Hook und so gut ist sie jetzt nicht. Sie hat mich halt einmal Pellet stunned. Bei Gott, war das peinlich gut. Die werde ich nicht chasen. Jetzt ist sie tot, das war ihr Fehler. Das ist mal ein OP-Pellet, aber wenn es geworfen ist, das ist sowas von nicht mal OP. Und ein Flashlight, ich sehe es nicht. Oh, war Flashlight.
Flashlight Safe, oh mein Gott. Das kannst du mir noch nicht erzählen, dass ein Flashlight Safe war. Okay, Kate, jetzt stirbst du dafür. He wanted. Yes. Ich treff trotzdem nicht. Oh mein Gott, bin ich kacke. Ich finde, als Killer kann er so einfach die Kronen bekommen, ne? Lol. Steht hier einfach im Schrank. Okay, drei Gen. Ich sehe es gerade vor dem Schrank. Ich dachte erst, da ist einer mit Head-On drin, ne? Deswegen habe ich erstmal in den Schrank geguckt. Ich hätte so Angst, dass einer mit Head-On gelockt. Aber wird es gehen ja mit all seiner Jungfrau? Ich weiß es gar nicht. Bei mir waren zwei in der Killer-Check, beide im Schrank. Ja, ich wusste, dass da eine chillt. Das Pelle wieder wegmachen. So, also ich habe jetzt, wenn ich den hucke, die Hälfte der Hooks und es sind zwei Gens noch. Ich habe noch keinen Tod, aber das hat nichts zu heißen. Das ist meistens so. Das ist eigentlich normal, wenn du so bist. Weil wenn alle Dead Hook zum Beispiel sind, ist ja eigentlich gut, weil du tunnelst ja nicht, weißt du? Der eine ist sogar tot, also, der eine ist tot, das ist sehr gut. Weißt du, was das Geile gerade bei mir in der Runde ist? Ich habe zwei Leute im Keller hängen. Der Keller ist in der Killer-Check. Und hier ist gerade diese Toxic Yui. Die chased mich die ganze Zeit dort. Und Digga, die sind beide jetzt schon in der zweiten Phase und eine ist gleich tot. Ja, die erste ist tot. So, ja. Zwei sind tot, vier Gens noch, Digga. Sollen sie mich als Camper darstellen, wenn die so blöd ist und mich die ganze Zeit am Haken loopt? Kann ich auch nichts dafür. Ein Gen noch, aber es könnte sein, dass sie dead ist, ich weiß es nicht. Warte, ich kann dir gleich sagen, ob die dead ist. Dürfte nicht, ne, die ist first hook sogar. Also, dass der Hit nicht drauf ging, das war mal wieder Aimwrestling schuld. So, jetzt habe ich aber die Yui auf der anderen Seite der Map gefunden. Die haben sich aber leider nicht gefreegent. Schade. Wieso geht sie an dem Pellet vorbei? Ich verstehe sie gerade nicht. Es war ihr Tod. Sie hätte einfach das Pellet nutzen können. Ich weiß, jetzt eine noch zwei Hooks hat. Das heißt, sie ist entweder Dead Hook oder sie ist Second Hook. Second Hook, okay. Dann ist die andere Dead Hook. Einer Second Hook erst und dann. Ich habe aber gerade echt. Deine Killer-Check spielen. Barbecue geachtet. Ich habe gerade nicht auf Barbecue geachtet. Das war ein bisschen dumm. Gott, Alter, ich schwing grad wieder so viel. Das ist dumm, was ich hier mache. So, jetzt gehe ich auf die. Ich habe jetzt. Wenn ich die jetzt habe, habe ich alle Dead Hook, wenn ich sie jetzt nochmal hucke. Ich gehe jetzt halt extra auf die dann auch
Ich weiß, dass da links einer in der Corner steht. Aber I want Kate. Aber der Perk ist ihrer Mut ist jetzt gar nicht so schlecht, dass ich den dabei habe. Die hat auf jeden Fall Wildpferd. Ja, Dio ist abgehauen. Die lässt den Mate wahrscheinlich zurück bei mir. Die eine ist jetzt dead. Das heißt, die andere muss gleich retten gehen. Das heißt, ich hänge die jetzt hier auf. Und in der Zeit renne ich dann mit Rasa halt zur anderen rüber. Wenn eben müsste ich auch mit Barbecue zu sehen. Ja. Was? Wieso hat das nicht getroffen? Haben wir irgendwas für die Shacks? Hatches? Nee. Durch Barbecue sehe ich ja jetzt auch, wo der andere ist. Beziehungsweise ist der neben mir, das geht auch. Lol. Mein Gott, die Yui ist gut im Loop, jetzt reicht's. Die ist gerade einfach zu mir gerannt. Wollte Flashlight saven und dadurch ist sie einfach selber verreckt. What the fuck? Wieso tut man das? Ich will die Palette nicht respekten. Ich glaube, ich habe gar keine Ahnung. Gib mir die Palette. Aber Leute, die Quest ist so geil. Guck mal, jetzt hier noch ein Kick. Ah, ich hätte auch keine Ahnung, wo die Hedge ist, ne? Erbarmungsloser Killer, alle vier gekillt. Oh, das war eine schnieke Runde. Zwei Generatoren habe ich beschädigt. Ah, dafür waren die echt nicht gut. Pullschiller. Ich konnte das nicht treffen. Nein. Und ja, damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.